Hi Leute, mein nächstes Real-Life-Video heute, und zwar ist das heute ein Unboxing-Video. Ich habe mir gedacht, wir sind ja im Moment bei FIFA ziemlich aktiv und hauen da jeden Tag eine Folge raus oder sogar zwei, wenn es mit altes Live nicht so ganz klappt. Ihr habt auch schon gemerkt, dass wir ziemlich viel Aggression bei FIFA auslassen. Pillow zum Teil mehr als ich, aber ich bin auch zum Teil schon ziemlich am Rumflamen oder am Ausrasten. Ich habe letztens eine schöne E-Mail von Amazon bekommen, so Vorschläge. Und da war so ein kleiner Quetschball, so Aggressionsball dabei. Da habe ich gedacht, oh cool, das wäre ja mal was, so während Zocken in der Pause oder so, ein bisschen die Aggression an den Ball auszulassen, als dann irgendwann mal die Maus gegen die Wand zu schmeißen. Vorweg soll noch gesagt sein, bei Amazon gibt es ja diese Ein-Klick-Einkäufe. Ich warne euch davor, weil ich habe es nicht direkt kapiert. Jetzt habe ich mir zwei von den Dingern gekauft. War jetzt nicht weltbewegend, aber wenn ich jetzt irgendwie ein Bildschirm oder so gekauft hätte, dann hätte ich zwei von denen. Das wäre dann nicht so prickelnd gewesen. Und mein Konto hätte wahrscheinlich dann auch gestreikt. Aber das ist eine andere Sache. So sieht das Ding aus. Nichts Weltbewegendes und das ist auch ziemlich leicht. Messer brauchen wir natürlich auch, dann werden wir das Ding jetzt mal schlachten und auspacken, ne? So, okay, dann werden wir jetzt mal mit dem guten Messer hier, so, ne, habe ich eben euch schon gezeigt, Fleischerbei schon fast, werden wir das Ding mal aufschneiden. Machen wir die Seiten auch noch, komm. Am besten nicht selbst in die Finger schneiden. Gibt es ja auch so diese verlustfreien Verpackungen bei Amazon. Konnte ich aber leider bei dem Paket jetzt nicht auswählen. Da ist natürlich ganz viel Papier dabei, was man nicht braucht. Das kann direkt mal wegfliegen. Als erstes mal schön den Kaufbeleg. Auch weg. So. Ein Ball in der schönen Farbe Rot. Stressball Rot New. Okay, fangen wir den mal aus. Oh ja, oh, der fühlt sich toll an. Oh. Die sind nicht mit Mehl gefüllt, sondern das sind so Schaumstoffbälle. Also die Gefahr ist gebannt, dass mir das Ding mal über der Tastatur platzt und ja, alles versaut und versifft. Das sind wirklich einfach nur Kunststoffbälle eigentlich. Hat jetzt, glaube ich, 5 Euro gekostet. War jetzt nicht wirklich teuer. Deswegen hat es mir auch jetzt nicht wehgetan, dass ich da zwei gekauft habe. Der andere ist blau. Der eine ist ja so schön locker verpackt und hier ist er nicht wirklich stress- oder frustfrei verpackt. Ja, rot und blau, ne? Schöne Bälle. Ab jetzt kann ich immer während Überzocken am besten mit beiden Händen in der Pause, während Pilot in die Mannschaften auswählt, ein bisschen trainieren und die Aggression ablassen. Und ja, das war eigentlich auch schon mein kleines Zusatzvideo zu unserer FIFA-Session oder zu unseren FIFA-Sessions. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos wieder dabei seid. Wenn ihr dann in den Videos von FIFA dann irgendwie hören solltet, dass irgendwas kaputtgeschmissen wurde, dann habe ich wahrscheinlich den Ball durchs Zimmer gefetzt, weil es mich übelst aufregt, dass wir wieder verloren haben. Aber das ist ja normal und nichts Besonderes. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis bei FIFA. Tschüss!